Lebensqualität ist ja gestört hier bei uns. Ne? Und für Tourismus wird auch ja schlechter, anstatt besser. Da haben sich auch schon Gäste beschwert und Leserbriefe geschrieben, was wir hier Ostfriesen eigentlich machen mit unserer schönen Landschaft. Hier war freier Blick und jetzt überall diese ollen Windmühlen und also die können das manchmal gar nicht begreifen. Regenerative Energien ist ja gut und schön. Dann ist da so viel Marge drauf, das zahlen wir. Und wir zahlen alles drauf. Die haben ja in Schwittersum einen Hof gekauft für 1,2 oder 3 Millionen. Der muss dann weg, um dass die da mehr Mühlen aufbauen können. Also diese Geräusche, also mein Schwiegersohn, meine Tochter, die können erst mal das Fenster nicht aufmachen, wenn wir Westwind haben. Ja. Können sie nicht schlafen, so laut ist das denn. Die kommen jetzt genau an die 45 Dezibel. Ich frage mich allerdings, wenn jetzt die neuen Anlagen dazugeschaltet werden, dann wird das hier nicht mehr einzuhalten sein. Die sind die ganze Nacht laut. Das kann man nicht ertragen. Und im Sommer kann man die Leute auch nicht zumuten, nur musst du Fenster dicht machen, Jalousie runter, um dass man das nicht hören tut. Man soll ersticken. Und Lärm macht krank. Ich glaube, das ist verhältnismäßig neu, das ist 4 Jahre alt. Eine gute Isolierung, sehr gute sogar, mit Dreifachverglasung. Also wenn es ungünstig ist bei geschlossenen Fenstern, dann dröhnt es hier auch im ganzen Haus. Dann wird es auch für die beste Isolierung nichts mehr. Es ist nicht, es gibt keine Ruhe mehr. Es ist eigentlich prinzipiell immer laut. Ja. Es gibt auch Häuser genug ohne Jalousie. Und dann hast du dauernd hell und rot gleichzeitig. Hell, rot. Und alles vorher, alles ausgeklüngelt und schon alles erlaubt, ohne dass die normalen Leute das dann wissen. Bauen und bauen und immer mehr. Das ist ja eine Schiebung, normalerweise.